Heute tunen wir dein Komoot. Der Routenplaner von Komoot gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten her. Wirfst du einen Blick auf die Google Roads Karte im Routenplaner, siehst du da noch mehr Wege, auf denen du planen könntest. Leider routet dort Komoot nicht. Das könntest du umständlich über die Off-Grid-Planung lösen. Aber warum? Ich zeige dir einen einfachen Weg, wie du im Handumdrehen auf Google Maps Routen für Komoot planst und dir damit neue Horizonte schaffst. Hallo, ich bin Thomas und in meinem Kanal Harzer Bergwald dreht sich sehr viel um Navigation und Trekking mit elektronischen Hilfsmitteln. Komoot ist ein Outdoor-Navi und hält eine Vielzahl von Möglichkeiten bereit, Touren zu suchen, zu planen, zu exportieren oder importieren oder nachträglich zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Meine Tutorial-Serie soll dir helfen, Komoot zu verstehen und umfänglich anwenden zu können. Ich veröffentliche regelmäßig neue Anleitungen rund zum Thema Outdoor-Navigation. Abonniere doch am besten meinen Kanal, das geht ganz schnell rechts unter dem Video und aktiviere die Glocke, damit du kein Video von mir verpasst. In diesem Video beschäftigen wir uns wieder mit der Routenplanung auf dem Desktop im Browser. Im Tutorial Nummer 4, der Routenplanung in Komoot, hast du die Funktionen des Routenplaners kennengelernt. Heute wirst du erfahren, wie Google Maps den Routenplaner noch einmal aufwertet. Wenn du im Komoot Routenplaner die Google Maps Karte öffnest, wirst du bei tiefer Zoomstufe feststellen, dass Google Maps detaillierter als die auf OpenStreetMap basierende Komoot Karte ist. Das werden wir nutzen, um eine Tour auf Wegen zu planen, die nicht auf der Komoot-Karte zu sehen sind. Alles über Komoots Routenplaner erfährst du im Video oben rechts oder unter dem Video in der Beschreibung. Alles, was du nun für dieses Tutorial brauchst, ist ein Browserfenster, in dem du Komoot geöffnet und dich eingeloggt hast. Dann öffnest du in einem Fenster oder Tab Google Maps und loggst dich dort in deinen Google-Account ein. Außerdem brauchst du noch einen Account für alltrails.com. Der kostet nichts, aber wir müssen diesen später nutzen. Bist du fertig? Dann lass uns anfangen. Starte den Komoot Routenplaner über den Menüpunkt in der oberen Leiste. Ich werde dir zuerst die Unterschiede zwischen der Komoot Karte und Google Maps zeigen. Dazu wähle ich ein Beispiel aus meiner Region. Schaust du hier auf diesen helleren Streifen auf der Komoot Karte, siehst du keinen Weg. Sehen wir zuerst mit Google Satellite etwas genauer hin. Jetzt erkennst du dort einen Weg. Dieser ist auch in der Google Roads Karte verzeichnet, der üblichen Karte, die du von Google Maps kennst. Leider ist die Google Karte in Komoot nicht routingfähig. Sie ist eher ein Hintergrundbild, das du zum Abgleich nutzen kannst. Welche Alternativen stehen dir jetzt zur Verfügung, um diesen Weg zu planen? Seit der Off-Grid-Funktion von Komoot kannst du jetzt überall Routen unabhängig von Wegen planen. Diese Arbeit kann bei langen Routen sehr mühselig werden, da du den Verlauf der Route händisch anpassen musst. Ich zeige dir dafür einen leichteren Weg für eine saubere, geplante und routingfähige Strecke. Übrigens, die Off-Grid-Planung erkläre ich dir in dem Video oben rechts, welches du auch in der Videobeschreibung unter diesem Video findest. Fassen wir die Unterschiede zwischen der Komoot-Karte und Google Maps noch einmal kurz zusammen. Die Komoot-Karte ist die einzige in Komoot routingfähige Karte. Google Maps bietet noch mehr Wege als die Komoot-Karte, ist aber leider nicht routingfähig. Google Satellite bietet durch die Satellitenansicht gute Vergleichsmöglichkeiten. Zum Glück können wir in Komoot extern geplante und gemachte Touren importieren. Deshalb gehen wir jetzt zu Google Maps und planen uns dort eine Route für Komoot und nutzen Wege, die nicht auf der Komoot-Karte zu sehen sind. Gehe bei Google Maps ins Menü, wähle Meine Orte, gehe dann auf Karten, klicke ganz unten auf Karte erstellen. Du landest jetzt bei Google My Maps, welches ich dir in dem Video oben rechts und unter dem Link in der Videobeschreibung näher vorstelle. Klicke auf Unbenannte Karte und vergebe einen Namen, mit dem du die Route später gut finden kannst. Gehe dann zum Ort,
deiner zu planenden Route. Zuerst legen wir uns Wegpunkte an, mit denen wir planen wollen. Wichtig ist der Start und 2 oder 3 weitere Punkte, die den Rahmen der Tour bilden. Klicke dazu auf Markierung hinzufügen. Setze mit dem Fahnenkreuz einen Startpunkt und benenne ihn. Setze auf die gleiche Weise deine weiteren Wegpunkte. Mehr als 10 ist nicht möglich, dazu aber später mehr. Wenn du eine andere Karte zur Ansicht bevorzugst, kannst du das unter Basiskarte ändern. Mit genug Wegpunkten wähle jetzt das Routenwerkzeug. Die Route wird in einer neuen Ebene erzeugt. Insgesamt können wir jetzt 10 Wegpunkte verknüpfen. Die Route lässt sich darüber hinaus jedoch weiter modifizieren. Setze zuerst mit dem Auto auf zu Fuß. Klicke dann in A und danach auf deinen Startwegpunkt. Klicke dann in B und dann auf den nächsten gewünschten Wegpunkt. MyMaps erzeugt jetzt eine Route. Klicke auf Ziel hinzufügen und weise diesen den nächsten Wegpunkt zu. Verfahre so weiter mit allen gesetzten Wegpunkten. Für das letzte Ziel wählst du den Startpunkt, um die Route abzuschließen. Gefällt dir die Reihenfolge der Wegpunkte nicht, kannst du sie in der Route per Drag and Drop verschieben. Wenn die Route geschlossen ist, kannst du sie jetzt schon verwenden. Ich will dir aber noch etwas zeigen, womit du die Route verändern kannst, ohne weitere Wegpunkte zu erzeugen. Damit umgehst du auch das Limit von 10 Routingpunkten. Suche dir einen Abschnitt, dessen Verlauf du ändern willst. Klicke auf die Route und halte links gedrückt. Ziehe den Verlauf der Route an die gewünschte Stelle und entscheide anhand der Vorschau. Lasse dann die Route los, um sie zu ändern. Dies kannst du beliebig an weiteren Stellen tun. Willst du die Änderung rückgängig machen, fahre mit der Maus über den neu erzeugten weißen Punkt und klicke ihn an. Kurz noch ein Tipp zu weiteren Hilfen. Bei mir im Kanal findest du im Community-Tab Hinweise und Ankündigungen zu neuen Videos. Auf Facebook habe ich eine Gruppe eingerichtet, um deine Probleme zu klären und das Lernen mit Komoot durch Lektionen zu unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Den Link zur Gruppe findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt haben wir eine neue Route geplant und müssen diese für die spätere Nutzung in Komoot exportieren. Gehe dazu neben dem Tournamen auf die 3 Punkte. Klicke drauf, wähle KML, KMZ exportieren, wähle Route von und speichere sie. Öffne dann die Seite alltrails.com/de/converter und ziehe die Datei in das Auswahlfenster. Wähle GPX-Track und klicke auf Datei konvertieren.
Speichere die Datei. Eventuell musst du dich für die Aktion noch bei All Trails einloggen. Fassen wir noch einmal das über Google My Maps Gelernte zusammen. Mit My Maps kannst du auf allen angezeigten Wegen planen. Exportiere die KML- oder KMZ-Datei und konvertiere sie bei All Trails ins GPX-Format. Natürlich kannst du auch einen anderen GPS-Datei-Konverter verwenden. Gehe jetzt in Komoot auf GPS-Datei importieren. Wähle die konvertierte GPX-Datei. Importiere sie als geplante Tour. Wähle eventuell eine andere Sportart und gehe auf Weiter. Lasse die Auswahl unbedingt auf der Originalroute folgen. Wege, die nicht in Komoot zu finden sind, kannst du an der gepunkteten Linie erkennen. Klicke auf Speichern. Und fahre fort bis zur Tourübersicht. Alles Wichtige zum Importieren von GPS-Dateien erfährst du im Video oben rechts oder über den Link in der Videobeschreibung. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Importiere die konvertierte Datei, passe sie nicht an bekannte Wege an. Schauen wir uns mal dein Resultat in Komoot an. Gehe in der Tourübersicht auf die Karte und klicke auf Vergrößern. Auch hier werden die Abschnitte ohne Weg auf der Komoot-Karte als gepunktete Linie, sogenannte Off-Grid-Abschnitte, dargestellt. Diese geplante Route kannst du jetzt dank Planung in My Maps und Konvertierung über All Trails mit der Komoot-Navigation nutzen. Wenn du noch mehr über die Möglichkeiten von Google My Maps erfahren möchtest, dann schau dir mal das Video oben links an und rufe es in der Videobeschreibung über den Link auf. Hier zeige ich dir, wie du dir eine Übersichtskarte einer Region anlegst. Apropos Übersicht, wenn du mehr über die Funktionen von Komoot wissen willst oder auch nach Hilfestellung bei Problemen suchst, ist die Playlist links genau richtig für dich. Die Routenplanung mit Garmin Basecamp erkläre ich dir in der Playlist unten links. Ich freue mich auf deine Fragen und Kritiken, genauso wie über einen Daumen hoch für dieses Video. Ich bin Thomas, bis zum nächsten Mal.